Hallo alle zusammen, wir machen jetzt ein ganz einfaches Frischkäse-Dessert. Und zwar, ich schreibe euch die doppelte Menge in die Infobox. Ich mache das jetzt mal laut Rezept für eine Portion. Brauchen wir Milch, dann Erythrit, habe ich jetzt zu Puder gemahlen. Dann geht es weiter mit Magerquark. Dann braucht man etwas Frischkäse. Da würde ich schon den mit Doppelrahmenstufe nehmen, damit es schön, schön cremig wird. So, dann eigentlich etwas Vanille-Proteinpulver. Ich habe ja jetzt nur neutrales Proteinpulver. Das nehme ich jetzt und ich gebe jetzt in meinem Falle dann einfach etwas mehr Vanilleextrakt dazu. Also eigentlich kommt auch Vanilleextrakt noch dazu, wenn man auch Vanilleproteinpulver nimmt. Aber ich jetzt halt in meinem Falle nehme dann einfach etwas mehr. Aber das muss man natürlich für sich auch abschmecken. So, und das verrühren wir jetzt auch schon. So, und ich mache es so, dass ich jetzt ein paar Erdbeeren so mit reingebe und ein paar gebe ich noch so oben drauf. Und dann können wir das Ganze auch schon anrichten. Sodele. Und ich muss sagen, ich habe schon probiert, schmeckt super lecker. Ich habe es nur noch nicht mit den Erdbeeren zusammen probiert. Aber ich wüsste auch nicht, warum es dann schlechter schmecken sollte. Das Einzige ist halt mit dem Vanille, wo ich ja gesagt habe, wo man nach dem eigenen Geschmack gucken muss. Und natürlich nach der Süße halt auch. Das ist ja auch Ansichtssache. Und genau. Aber wie ich gesagt habe, ich mache die doppelte Menge für euch, schreibe ich rein. Und dann kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.